Die Medienlandschaft wandelt sich in rasantem Tempo. Noch nie war es so leicht, an Informationen heranzukommen und noch nie so schwer, den Überblick zu behalten. Gerade deshalb ist individuelle Medienkompetenz mehr denn je gefragt. Journalismus ist, denke ich, ein Beruf mit Zukunft und ein Beruf, der vielleicht sogar noch an Bedeutung gewinnen wird. Denn die Welt wird komplexer und wir brauchen guten Journalismus, damit auch die Verbindung zwischen Politik und den Bürgerinnen und Bürgern erhalten bleibt. Die Journalistenakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung beteiligt sich aktiv am medienpolitischen Diskurs. Einsteigern und Profis bietet sie ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm. Die Arbeit der Akademie ruht auf zwei Säulen. Die eine Säule ist die Säule der Qualifizierung. Dort lernen Journalisten alles, was sie brauchen, um ihr journalistisches Handwerk zu praktizieren. Und die zweite Säule ist die Säule des medienpolitischen Diskurses. Also da machen wir Foren und da machen wir Tagungen und da können Journalisten dann miteinander sprechen und mit Medienakteuren darüber diskutieren, was medienpolitisch in Deutschland passiert. Ich habe gelernt in meiner Zeit, dass das, was die Friedrich-Ebert-Stiftung macht und versucht, um den insbesondere den Nachwuchs zu schulen, vorbildlich ist in dieser Republik. In den Basisseminaren geht es um die Grundlagen des journalistischen Handwerks. Weiterführende Workshops widmen sich Spezialthemen, vom kleinen Einmaleins des klassischen Printjournalismus bis zu den Kommunikationsformen der neuen Medien. Die Journalistenakademie ist eine der Einrichtungen, die es Journalisten in allen Phasen ihres Berufslebens, aber vor allem am Anfang erlaubt, über den beruflichen Alltag hinaus zu akzeptablen Preisen mit großartigen Referenten dazu zu lernen und sich zu reflektieren. Auf der einen Seite wird oft an den Unis ja Inhalt, Theorie gelehrt, aber nicht die Praxis. Und bei der Journalistenakademie lernen die Nachwuchsjournalisten, die jungen Journalisten tatsächlich auch, wie es konkret funktionieren kann. Sie üben zum Beispiel, wie führt man Interviews, wie schreibt man eine Reportage, was ist der Unterschied zwischen einer Nachricht und einem Feature. All das macht die Journalistenakademie sehr, sehr wertvoll. Aufschlussreiche Blicke hinter die Kulissen der großen Politik gewähren die Hospitanzprogramme bei der Europäischen Union in Brüssel und beim Deutschen Bundestag in Berlin. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen drei wesentliche Aspekte des politischen Berlins kennen. Zum einen arbeiten sie fast 4 Wochen in einem Abgeordnetenbüro, sehen, wer dort ein- und ausgeht. Das war wirklich total spannend, weil jetzt weiß ich endlich, wie Gesetze tatsächlich zustande kommen. Ich lese es nicht einfach nur in der Zeitung, sondern ich konnte diesen Prozess mitbegleiten. Zum anderen erfahren Sie sehr viel über Strukturen und Abläufe des Bundestages und der Fraktionen. Und zum dritten, und das ist, denke ich, ein ganz großer Mehrwert, Sie lernen journalistische Repräsentanten der Hauptstadtpresse kennen, von Funk, Fernsehen, Print. Dieser Begriff Hauptstadtjournalismus ist für mich einfach lebendig geworden. Die kritische Betrachtung medienpolitischer Entwicklungen steht im Zentrum der übergreifenden Veranstaltungen der Journalistenakademie. Beim Mainzer Mediendisput, zu dessen Mitbegründern die Friedrich-Ebert-Stiftung zählt, geht es alljährlich um das Wechselverhältnis zwischen Politik und Medien. Der Mainzer Mediendisput wird organisiert von der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz und von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und das Besondere daran ist, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung noch einen begleitenden Workshop dazu macht für Nachwuchsjournalisten. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Recherche, versuchen die Grundtugenden der Recherche darzustellen und auch in kleinen Übungsformen zu entwickeln. Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Interview. Das heißt also, wir versuchen Grundfertigkeiten der Interviewtechnik zu vermitteln und wenn es geht auch einzuüben. Das heißt also, wie kann man Informationen gewinnen, wie kann man Interviewpartner aufschließen und wie kann man bei Leuten, die sich eben nicht gerne äußern möchten, dann doch etwas für den Zuschauer Relevantes rausfinden. Ein bedeutender kommunikativer Treffpunkt für Nachwuchsjournalisten ist die Mediensommerakademie in Bonn. Die Mediensommerakademie widmet sich jedes Jahr einem medienpolitischen übergreifenden Thema.
Und die 80 teilnehmenden Nachwuchsjournalisten haben die Gelegenheit, mit hochkarätigen Gästen aus Politik und Medien dieses medienpolitische Thema wirklich kontrovers zu diskutieren. Und daneben haben sie natürlich die Möglichkeit, in den begleitenden 20 Workshops sich in handwerklichen Fragen auch wiederum mit journalistischen Profis auseinanderzusetzen und sich da Tipps und Tricks abzuholen für die journalistische Praxis. Das bundesweite Veranstaltungsprogramm der Journalistenakademie steht Studenten und Medienmachern aus allen Bereichen offen. Sämtliche Basis- und Spezialmodule sind auch einzeln buchbar.